Ein Jahr ist vorbei, das bedeutet Dokumi-Zeit. Ihr hört es bestimmt, ich näsle immer noch ein bisschen. Mich hat es in der letzten Woche schon wieder ein wenig erwischt. Deswegen, da ein großes Problem. Egal, wir lassen uns davon nicht entmuntern, auch dass die zwei Streams ausgefallen sind. Jetzt geht es erstmal rund um die Dokumi. Denn bald ist es schon wieder soweit. Ich habe mir wieder aufgeschrieben, am 28. bis 30. Juni darf Düsseldorf wieder Heimat der größten Anime-Messe spielen. Und ich freue mich über die letzten Jahre immer mehr, da mit reingerutscht zu sein, zu sagen zu dürfen, das ist mein Heimatspiel, das ist mein Heimathafen. Und deswegen freue ich mich auch immer wieder, so regen Kontakt mit den Organisatoren der Dokumi zu haben. Ja, ich kann natürlich jetzt lange schnacken, deswegen lasse ich euch mal nicht ganz so lange hängen. Ihr habt den Titel dieses Videos gelesen und ich habe das außerordentliche Glück, euch sagen zu dürfen, dass ich dieses Mal nicht wie beim letzten Mal zwei Freitagskarten verlose, sondern direkt eine Dreitageskarte. Das heißt, ihr könnt Freitag, Samstag und Sonntag entweder mich auf der Messe treffen oder schnell an mir vorbeilaufen, dass ihr nicht gesehen werden müsst. Ich bedanke mich vielmals bei der Dokumi und ich kann es nicht anders sagen als danke, 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 dass ihr das ermöglicht, ich euch das ermöglichen kann. Oder Gott, was für ein Satz. So viel dazu. Dokumi, ein sehr, sehr spannendes Event hier in Düsseldorf. Wer es nicht kennt, schaut euch meine Streams an, beziehungsweise schaut euch hier auf diesem Kanal an die Videos, die ich über die vergangenen Jahre zu der Dokumi-Zeit gemacht habe. Herrschaftszeiten. Heute sprechen wir aber kompliziert. So, des Weiteren, hier dieser wundervolle Kanal und dieser wundervolle Kerl hier, der hat nämlich schon einige Follower bzw. Abonnenten auf YouTube, aber eben noch nicht die 1000. Dafür fehlen nur noch ein paar. Insofern macht es auf jeden Fall. Und Dreitageskarte. Wie ihr da dran kommt, das mag ich euch gleich erzählen. Und vorher wollen wir noch mal ein bisschen drüber eingehen, dass die Dokumi echt zum Sammelpunkt magnetischem Norden geworden ist, was Gunpla angeht. Wir haben viele, viele tolle Händler, zum Beispiel Anime Import auch wieder mit dabei, die sich da darauf freuen, die immer einen riesengroßen Stand aufbauen mit Gunpla und vor allem da auch immer ihre neuesten Sachen mitnehmen. Das muss man nämlich auch mal sagen. Sie haben den großen Stand öfter dabei, aber gerade auf der Dokumi gibt es die Schmankerl, die Kirschen auf den Sahnetorten. So sei es gesagt. Und nicht nur die fahren Programm auf, auch die Gunpla Deutschland, Gunpla Germany Gruppe, Community, die fährt auch immer rigoros was auf. Im letzten Jahr hatten sie ihren eigenen Stand, dieses Jahr soll es wieder ein Stand werden mit allen möglichen Möglichkeiten, Gunpla in der Welt zu verbreiten. Und da ich mir zum zum Donald, deutschen Donald Trump des Gunplas mich erkläre und sage, make Gunpla great again, kann ich dann natürlich nicht fehlen. Da werde ich natürlich noch mit den Jungs und Mädels aushandeln, wie ich an dem Stand ein bisschen herumspuken kann, um euch das Hobby näher zu bringen oder vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer in das Hobby einzutauchen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, was gibt es denn noch, was ich sagen kann? Ich habe mir natürlich einen wichtigen Zettel hier aufgeschrieben, wo natürlich nichts Wichtiges draufsteht, was man so erzählen kann. Eine wichtige Sache, nächste Woche müsste das sein, um Gottes Willen. Warte, was haben wir heute? Samstag? Nein, übernächste Woche, oder? JenaCon, schaut nach. JenaCo heißt die Convention in Jena, die Anime-Convention. Da werde ich auch einen kleinen Workshop halten.
schaltet da gerne mal zu ein, beziehungsweise kommt vorbei. Und ja, was kann ich euch noch erzählen? Die Dokumi ist rundum, ich sage, leider im Moment in den letzten Jahren immer so ein Problem gewesen, dass Normie-Events wie Konzerte und Fußballereignisse zu denselben Wochen oder Tagen stattfinden müssen. Ja, was mir das Problem gibt, euch irgendwie sagen zu können, wo man hier unterkommen kann. Es ist ein wirklich, wirklich großes Problem, dass es hier nicht genug günstige Hotels und Airbnbs gibt, damit ja, ihr hier vernünftig unterkommen könnt. Aber mein Tipp ist, es gibt so oder so nur eine einzige U-Bahn, die zum Messegelände fährt. Die müssen alle nehmen. Wo ihr einsteigt, ist komplett egal. Insofern nehmt kein Hotel, das messenah ist, sondern nehmt ein Hotel, das an der U-Bahn ist. Zum Beispiel hinter dem Hauptbahnhof, hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof fängt die Linie irgendwo an. Wenn ihr da ein Hotel kriegt, ist es wahrscheinlich wesentlich günstiger als ja, um die Messe herum. Wäre mein Tipp oder meine ja, drei Groschen, die ich mir gemacht habe, überlegt habe, wie ich euch da ein bisschen helfen kann. Aber es ist ein großes Problem, dass es immer zu den Zeiten passiert oder zu den Zeiten, die Dokumi stattfindet. Ja, wo leider sehr viele Normies auch hier irgendwie unterkommen wollen. Naja. Ihr habt die Chance, drei Tage nicht nur die Dokumi zu sehen, sondern euch ein paar Tage mehr Zeit zu nehmen. Denn, wer glaubt es oder nicht, eins der erfolgreichsten Videos, die ich je gemacht habe, ist Willkommen in Little Tokyo. Das ist unsere Einkaufsstraße oder Meile, muss man inzwischen sagen, in Düsseldorf, in der ihr alles Asiatische bekommen könnt. Also wirklich rund um japanisch essen gehen, einkaufen, also Snacken, Eis, koreanisch gibt es inzwischen auch echt viel mit jeglichen Bim-Bim-Bams und Korean-Corn Dogs. Die sprießen im Moment so ein bisschen raus und natürlich auch sehr gut chinesisch könnt ihr hier essen, à la Hot Pot oder zum Beispiel auch chinesische Ramen, das ist anscheinend so ein neues Ding. Ramen allgemein, wir haben, weiß ich nicht, 7, 8 sehr, sehr gute Ramenläden in Düsseldorf. Meine Empfehlung daher ist, packt euch 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Tage extra ein. Kommt ein paar Tage vorher, bleibt ein paar Tage länger, einfach um ein bisschen hier auch die City zu genießen und ja, euch noch ein bisschen anders japanische Kultur reinzupfeifen. Was kann ich sagen? Ja, ich bin auf jeden Fall noch auf der Jagd nach ein paar Abonnenten. Ich möchte dieses Jahr wirklich, wirklich die 1000 knacken. Ich bin sehr froh darüber, dass ich endlich Zeit hatte, mal ja, auf den vergangenen Conventions wenigstens ein Video hier so hin und da zu erschleichen und für euch hochzuladen. Was kann ich noch sagen, da ich hier in meinen wunderschönen, schöner denn je an meinen Vitrinen stehe? Kampler macht wieder Spaß. Oh mein Gott, macht das wieder Spaß. Ich glaube, es geht so einigen so. Es ist wieder der Frühling des Bauens, ja. Ich könnte im Moment schon wieder mir jeden zweiten Tag ein neues Kit nehmen, aber da wartet noch einiges auf mich auf diesem wundervollen Tisch dort drüben. Zum Beispiel die Nightingale, die wir im Moment in den Streams anmalen. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr und sonntags morgens, solange ich nicht arbeiten muss, auf Messen oder irgendwo anders. Würde es mich wirklich freuen, wenn ihr einschaltet und mit mir ein bisschen Zeit verbringt. Was kann ich noch sagen? Ha, immer stehe ich hier und bin so sprachlos. Dokumi, ich freue mich wie jedes Mal drauf und beim letzten Mal muss ich sagen, eieiei, da habe ich ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich habe mich echt übernommen, die letzte Dokumi, und wollte 14.000 Projekte gleichzeitig machen. Was habe ich am Ende geschafft? Richtig, nicht mal die Hälfte und ich saß am letzten Tag einfach nur noch fertig da. Das muss nicht sein, deswegen dieses Jahr back to the basics. Ich möchte wirklich wieder vielleicht den ein oder anderen nicht so kamerascheuen Gunpla-Bauer vor die Kamera holen. Das wäre mir ja ein Bedürfnis und natürlich möchte ich wirklich mal den Blick machen und versuchen aufzuzählen, was man alles machen kann, entdecken kann als Gunpla-Süchtiger in Düsseldorf bzw. auf der Dokumi. Und für alles andere muss dann halt eben weniger Zeit sein, beziehungsweise
versuche ich ganz zu streichen, um auch mir selber nicht diese Last aufzuerlegen. Weil letztes Jahr war ich echt kurz vor dem Herzinfarkt auf den Dokumis. Das war nicht gut. Das soll so nicht sein. Und deswegen, wir wollen ja Spaß dabei haben, empfehle ich euch auch immer genug zu trinken und zu essen einzupacken und ja, das Ganze ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Und dieses Mal habt ihr es ja die Chance, nämlich mit einer 3-Tages-Karte. So, als erstes erzähle ich euch mal, dass das Gewinnspiel bis zum 2.5., also bis zum 2. Juni gehen wird. Dann habt ihr noch genug Zeit, hoffentlich ein Hotel zu finden oder eine andere Möglichkeit anzureisen. Und ja, was müsst ihr denn machen, um diese wundervolle Karte zu bekommen? Es wäre wunderschön, wenn ihr diesen tollen, fabelhaften, einzigartigen, heroischen Kanal abonnieren würdet und natürlich würde sich die Dokumi auch freuen, wenn ihr auf deren sozialen Medien überall mal ein Like und ein Follow da lasst und Danke sagt. Und ja, dann müsstet ihr eigentlich nur noch direkt unter dieses Video hier drunter schreiben in die Kommentare, warum ihr einen unsterblichen Wunsch habt, auf diese Messe zu gehen und warum ihr gar nicht ohne Ticket leben mehr könnt. Und dann wollen wir schauen, dass wir euch das erfüllen. Das Ganze wird dann natürlich nur noch mal als Video rauskommen. Macht euch, ne, für die Datenschützer übrigens hier auch eine Sache. Ich muss von euch leider dann eine Anschrift und Echtnamen und sowas bekommen, damit ich das zur Dokumi weiterleiten kann, die ein personalisiertes Ticket auf euch ausstellen. So viel dazu. Ansonsten wird das natürlich sofort gelöscht und so oder so ist hier oben eh nicht mehr viel Platz außer Gampler. So viel dazu. Ich freue mich auf viele rege Einsendungen. Und was kann ich noch sagen? Bleibt gespannt, was wir so alles machen. Airbrush, 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 sehr viel Airbrush. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, komplett auf Galeri Airbrushes umzusteigen. Da kommen jetzt nochmal 2 Stück an. Ich bin sehr gespannt, wie die sind. Wir machen ein Review darüber, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Was gibt es noch? Weiß ich nicht. Alles Mögliche. Wir haben viele, viele tolle Projekte vor uns und insofern würde ich mal sagen, genug geschwafelt. Ich wünsche euch ein wundervolles, magisches Wochenende und wir sehen uns dann hoffentlich auf der Dokumi und vorher in den Streams. Bis dann.